Das ist die zweite Ausgabe von Sempach Spezial. Hallo zusammen. Der erste Kranzfestzug vom Ledermann Michael ist für mich eigentlich nur ein bisschen überraschend gekommen. Er hat eigentlich schon letztes Jahr gezeigt, zu was er fähig ist. Letztes Jahr hat er 6 Kränze gewonnen. Er hat mit den Bändern im Kilchbergschwingen teilgenommen, wo nur die 60 besten Starten ist er hier im 11. Rang gewesen. Also schon dort hat er gezeigt, dass er gut ist. Den Winter hat er noch ein bisschen zugelegt und hat jetzt sein erstes Kranzfest gewinnen. Was zeichnet ihn aus? Er schwingt sehr vielseitig. Einerseits aus den Griffen, andererseits ist er auch den Griffen gefährlich. Er ist fast nicht bezwingbar, er hat sich schon manchmal die Zähne ausgebissen, ist ein riesen Kämpfer und physisch extrem gut zu Weg. Am meisten freut mich ehrlich seine Entwicklung. Er war nämlich ein guter Jungschwinger gewesen, aber hat nicht zu den Besten gehört. Das zeigt auch, dass er zum Beispiel nie am eidgenössischen Nachwuchsschwingertag teilgenommen hat und hat sich jetzt extrem entwickeln können. Von Jahr zu Jahr besser geworden und heute kann man sagen, er gehört ganz sicher zu den 50 besten Schwingern in der Schweiz.